Hi, ich bin Hübschmann, Mitbegründer von Guitar Masterplan. Willkommen in diesem Video, wo es um einen sehr häufigen Fehler geht, den viele beim Üben machen, beziehungsweise geht um einen Übungstipp, der dich wesentlich schneller fortschreiten lässt. Und zwar geht es spezifisch um einen Tipp bei der Auswahl der Übungen, beziehungsweise bei den Übungsthemen. Und zwar ist es einer der häufigsten Fehler und auch wahrscheinlich einer der gravierendsten Fehler, weil dich wirklich aufhalten kann in deinem Fortschritt, dass die meisten Tag ein und Tag aus immer dasselbe üben und sich darauf fokussieren und versteifen, eine Sache möglichst perfekt spielen zu können bzw. zu meistern. Zum Beispiel eine Technik wie Wechselschlag oder Sweep Picking oder was auch immer. Grundsätzlich ist es gar keine schlechte Idee, sich vollkommen komplett auf eine einzige Sache zu fokussieren. Allerdings sollte das letztendlich, wenn du etwas übst, dann innerhalb von dieser Übung sein, dieser Fokus. Und dieser Fokus sollte sich nicht auf dein gesamtes Gitarrenspiel und deinen gesamten Übungsplan beziehen. Denk mal an die Schulzeiten. Ja, es gibt nicht nur ein Fach, was du praktisch in der ersten Klasse hast. Du hast dich in der ersten Klasse Deutsch, in der zweiten Klasse Mathematik und dann irgendwann in der zehnten hast du dann, keine Ahnung, Chemie und hast praktisch 9 Jahre lang kein Deutsch gehabt, sondern du hast mehrere Fächer. Auch wenn Deutsch und Mathematik nicht sehr viel miteinander zu tun hat, ja, das passt dann bei dem Beispiel nicht. Allerdings beim Gitarrespielen ist es zum Beispiel so, dass wenn du einmal Rhythmik übst, zum Beispiel einfach nur verschiedene Notenwerte wie Viertel, Achtelnoten etc. pp. Und Akkorde, dann ergänzen sich diese beiden Dinge. Einmal lernst du nämlich mit Rhythmik, wenn du Rhythmikübungen machst, und bei den Akkorden wird dir nämlich das, was du bei der Rhythmik entsprechend geübt hast, zugutekommen, indem du die Akkorde, die du spielst, entsprechend besser rhythmisch spielen kannst. Und genau das gleiche passiert auch, wenn du zum Beispiel Technik übst, das mit Skalen verbindest und mit der Improvisation. In der Technik lernst du zum Beispiel Wechselschlag, das kannst du wiederum mit Skalen anwenden, das heißt, du lernst verschiedene Skalen und beides, Wechselschlag, also Technik und Skalen, kannst du wiederum bei deiner Improvisation entsprechend verwenden. Und wenn du improvisierst, dann improvisierst du nicht nur, sondern dann lernst du nämlich gleichzeitig auch noch die Rhythmik und kannst das, was du in der Rhythmik eingesetzt hast, nämlich auch in deiner Improvisation einsetzen und verbesserst das wiederum. Verstehst du? Bei der Gitarre oder allgemein beim Gitarrespielen bzw. beim Gitarreüben und beim Lernen von diesem Instrument gibt es so viele Dinge, die sozusagen in sich verbunden sind und eine riesengroße Verbundübung eigentlich darstellen, sodass du niemals den Fehler machen solltest und Tag ein und Tag aus nur zum Beispiel einen Song üben solltest oder irgendeine Übung oder eine Technik, bis du sie perfekt spielen kannst. Weil der Tag, wo du es perfekt kannst oder gemeistert hast, wird niemals kommen, garantiere ich dir. Weil wenn du es heute machst und du machst jetzt in einem Monat, wenn du heute startest, dann wirst du garantiert in einem Monat sagen, hey, jetzt bin ich da schon weiter, aber da fehlen noch so ein paar Details und ich würde das ganz gerne noch schneller spielen können. Ich spiele jetzt erst bei 100 Beats per Minute, jetzt will ich aber zu 160 Beats per Minute kommen. Und somit geht das immer und immer weiter. Das ist ein ewiger Kreislauf. Du solltest auch niemals aufhören zu lernen. Das ist extrem wichtig. Deswegen unsere Empfehlung an dich, lerne nicht nur ein was, sondern implementiere in deinen Übungsplan verschiedene Themen. Zum Beispiel, wenn du Einsteiger bist, dann kannst du es gerne so machen, zum Beispiel, dass du Akkorde, Rhythmik, Technik, Skalen und dann vielleicht noch Improvisation oder Theorie sowas mit zunimmst. Du kannst auch gerne mehrere nehmen. Du kannst auch gerne so machen, wenn das rein zeitlich für dich nicht passt, dass du das zum Beispiel in Tage untergliederst. Zum Beispiel an Tag 1 übst du Akkorde, Rhythmik und Technik und an Tag 2 übst du dann zum Beispiel Improvisation, Skalen und dann zum Beispiel Riffs, Songwriting oder Theorie, je nachdem, was auf deine Ziele zutrifft. Und somit lernst du nämlich nicht linear, sondern progressiv und kannst dich so eben auch entsprechend steigern. Wenn du da zum Beispiel Fragen hast, okay, nicht so ganz weißt, was in deinen Übungsplan rein soll und du auch noch Einsteiger bist, dann kann ich dir empfehlen, auf jeden Fall mal unseren Rock- und Metal-Basiskurs anzusehen und den mal auszuchecken. Findest du unten einen Link in der Videobeschreibung, wenn du auf YouTube bist, beziehungsweise ich blende es auch hier nochmal ein. Gibt es einen Link dazu und dann kannst du dir das Programm entsprechend mal anschauen. Okay, das soll es auch in dieser Lektion gewesen sein. Ist relativ kurz, aber dieser eine Tipp, nicht nur linear üben, sprich nicht nur eine Sache sich darauf fokussieren, sondern auch mehrere Themen gleichzeitig üben, ist extremst essentiell. Und wenn du das anwendest, wirst du feststellen, dass du wesentlich oder dass du ja einen enormen größeren bzw. besseren Fortschritt machen wirst, als wenn du nur Tag ein und Tag aus immer dasselbe übst. Wenn du noch Fragen zu dem ganzen Thema hast, noch mehr wissen willst zu irgendwelchen Übungstipps oder allgemeinen Fragen zum Thema E-Gitarre lernen hast,
dann lass uns wissen und schreib uns deine Kommentare und deine Fragen einfach unten in die Kommentarbox. Gib dem Video auch einen Daumen nach oben, wenn es dir gefallen hat und abonniere unseren Kanal, sodass du immer über die neuesten Videos benachrichtigt wirst. Dann wünsche ich dir noch mega viel Spaß und Erfolg beim E-Gitarre lernen. Wir sehen uns dann bei der nächsten Lektion. Bis dann, rock on!